Servus zusammen, willkommen zu einem nächsten Let's Play. Wir sind hier im Schloss angekommen und wollen uns jetzt das dritte Amulett unter dem Nagel reißen. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Das ist, ja, keine Ahnung, wo ich hin muss. Echt nicht. Das ist jetzt gerade für mich sowas von neu. Einfach mal, hui. Na, kann man die Viecher so töten? Ja. Es ging. Es ging. Na, komm her. Danke schön. Oh ja, das ist leicht falsche Tür, würde ich sagen. Warum kann ich nicht mehr schlagen? Jetzt geht's. Komisch. Komisches Spiel. Dann probieren wir es mit der linken Tür. Die geht nach unten. Ja, unten, unten, unten. Ein Schlüssel. I think wir brauchen ihn. Boah, Alter. Wieso habe ich eigentlich noch diesen blöden Spiegel ausgerüstet? Geht ja mal gar nicht. Na. Na. So. Na. So. Ha. Bleib mal schön da, wo der Pfeffer wächst, mein Freund. Was hat denn Sahalaha zu sagen? Link, ich bin es, der Dorfälteste Sahalala. Ein guter Rat von mir. Schaust du in den Verlies, in den Zauberspiegel, kannst du zum Eingang zurückkehren. Wollen wir nicht. Wir wollen hier, so wie es aussieht, erstmal gnadenlos verrecken. Was soll denn das? Kann doch nicht so schwer sein. Mann. Eine Karte. Drücke den X-Knopf. Machen wir doch mal. Ui, 6 Stockwerke. Ui, 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 ui. Einiges zu tun hier. Na, bitte nicht. Ja doch, war ja so klar. Oh Mann. Das wird unser Ende. Allein schon, weil ich viel zu dicht dran stehe. Der trifft mich jetzt. Nein, ist auch cool. Der aber. Jawohl, super. Gut, dass ich noch eine Fee am Start habe. Ja, ich finde diese Blöcke sowas von nervig. Die gehen mich tierisch auf Eier. Ach ja, scheiße, guck mal welche. Ja. So, so. Irgendwann ist doch auch mal gut hier. Hört ja gar nicht auf. Ah, jetzt der letzte. Wieder der Totenkopf. Den hatten wir schon mal im vorigen Dungeon, oder? Ah, ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich mein wohl. Was haben wir hier? Wieder diese blöden Viecher, die mir gerade das Leben gekostet haben. Nein, Quatsch, das war ja die Fliese. Was rede ich denn da für eine Stüsse? Na, war klar. Ach. Ja. Ja, ja, ja. Oh, Mann, geht auch durch die Tür. In your face, my friend. Come on, come on, yeah. Was brauchen wir hier? Ach ja. Na, der große Schlüssel, juhu. Das heißt, wir können weiter hinauf ins Palästchen. Die sind aber auch was hartnervig, ey. Na. Na. Mein Gott. Na, ey. Grrr. So, ich warte jetzt, bis sie hier vorbeikommt. Ja, hätte ihr wenigstens ein Herzteil ausspucken können. Aber warum? Puh, er braucht schon ein Herzteil. Ein Herz, kein Herzteil. Ja, Entschuldigung. Und wieder runter. Ich muss nur den Schalter betätigen. Nur den Schalter. Dann bin ich auch wieder weg. Lass mich in Ruhe. Ah! Mein Gott.
Stell mich aber wieder was blöd an hier heute. Ja, schrecklich. Wer macht denn sowas? Ah, komm. Vielleicht haben wir Glück. Nein, nein. Warum sollten wir? Pfah. Warum sollten wir Glück haben? Ah ja, toll. Ach, ey. Irgendwie, ne? Fühle ich mich gerade so veräppelt. Komm her. Komm her. Komm her. Herz. Jawoll. Juhu. Zwei Stück. Wahnsinn. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na. Pfeil habe ich voll, deswegen lasse ich die jetzt liegen. Dann kann ich gleich direkt weiter durch dieses. Ja. Schaltergedöns. Tada. Und die Treppe hoch. Dann sind wir schon in Stock Nummer. Ich weiß es jetzt gar nicht. Zwei? Vier? Vier? Hm. Oh ne, ja stimmt, wir waren, da war ja auch der Keller. Nein. Nein! Oh Mann, ey. Ich finde die schrecklich. Die mögen mich nicht. Kann ich die eigentlich mit Pfeil und Bogen beschießen? Wenn man sie trifft, vielleicht. Ja. Ach, das ist ja totale Verschwendung. Warten wir, bis sie kommen. Ja, Rubine, aber ich möchte gerne ein Herzteil haben. Oder ein Herz, eher gesagt, kein Herzteil. Ich glaube nicht, dass ich hier ein Herzteil finde. Und wenn, dann habe ich es immer übersehen. Ah, Mann. Sehen wir mal, was ich abwerfen kann. Ja, komm her. Oh, Herz. Juhu. Na, bleib weg, bleib weg. Oh, Mann. Nein, ja. Brauchen nur zwei Schläge, ey. Und ich gehe da voll gar mit. Na, wir wenigstens treffen können. Jawohl. Los. Herz ist gut, Herz ist gut, Herz ist gut. Der Kompass. Damit kannst du das Versteck des Kerkermeisters finden. Falscher Knopf. So. Ja, noch ein bisschen hoch. Ist ja nicht mehr ganz so weit. Mal gucken, was sagt Lahala denn. Link, ich bin es, der Dorfälteste, Sahasahala. Ein guter Rat von mir. Ein wertvoller Edelstein, Mondperle genannt, befindet sich in diesem Turm. Mit der Mondperle kannst du auch in der Schattenwelt deine Gestalt bewahren. Du musst sie finden und den Turm wieder verlassen. Vergiss das nicht. Ja, ich weiß auch, dass die Mondperle da ist, nur ich muss jetzt gleich nach oben und dann einmal richtig fallen. Damit ich nicht auf diese Sterne lande, weil wenn ich auf die Sterne lande, dann kann ich nicht mehr zur Truhe. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal genau überlegen, wo wir reinfallen. Ich weiß es jetzt so spontan nicht mehr. Ah ja, genau, ich muss da gleich auf diesen Dings treten. Und dann, ja, was fiel da denn? Na, gibt es da irgendwo... Nee, ich glaube nicht. Ne? Erstmal gucken wir hier drunter. Herz, Herz. Herz, Herz, Herz. Herz, Herz. Ich frage mich, was sie glauben, wie viele Herzen man hier am Anfang schon haben kann. Das ist echt eine Menge. Ja, ich probiere es trotzdem aus. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das in diesem Teil überhaupt geht. Deswegen wemsen wir da jetzt eine Bombe hin. Warum? Ich habe ja genug. Nö. Da müssen wir hin. Katsching. Und wir müssen jetzt, also weiß ich, ganz genau von oben fallen. Weil wenn wir nämlich jetzt von unten fallen, dann landen wir genau auf diese Sterne. Und das ist nicht unser Ziel. Tada. Damn. Die Mondperle. Die Gestalt des Helden ist damit gefeilt. Gegen magische... Gefeit. Gefeit, ja. Gefeit gegen magische Verwandlung. Juhu. Ich war damals als kleines Kind immer enttäuscht, dass es hier nichts Cooles gab, weil man die Mondperle ja eigentlich so nicht wirklich benutzen kann. Fand ich schon immer recht schade. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, wir hüpfen mal zum Besken. Ich.
Nimm mir das nicht übel, ich werde hier ein Safe-Stat setzen, weil ich flieg bei dem Vieh immer runter. Wenn ich es jetzt auf Anhieb schaffe, ist es eine Premiere. Dann backe ich mir ein Eis, ey. Ungelogen, irgendwie sowas. Ja, Jung. Alter. Ja, Entschuldigung, mach öfters komische Geräusche. Nein, nein, nein! Könnt ihr mal mitzählen, wie oft ich laden musste? 1. Na. Ist aber auch ein nerviges Vieh. 2. Kannst du mal mit Wirbelklinge versuchen, aber da läuft ja noch langsamer. Haust du wohl ab? Jetzt müsste der schneller werden, ne, noch nicht. Jetzt aber. Jo. Ah, ja, kommst du da wo raus? Entschuldigung, dass ich jetzt nicht so viel sage. Ich bin gerade. Alter, verdammt! 2. Ah, 1. Mein Gott. Dieses Vieh ist so hart nervig. Yeah, wäre auch schön, wenn du deinen Schwänzchen nochmal zeigen würdest. Bedankt. Ah, Mann. Naja, wie gesagt, ich rede nicht so viel, weil ich gerade voll konzentriert bin. Ich möchte das entschuldigen. Ja, komm her, my friend. I will show you the other side. War das grammatisch richtig? Keine Ahnung. Ja, komm doch jetzt mal her. Boah, Alter. Ich habe das Gefühl, dass sie mit der... Nein, nein, nein. 3. Also ich glaube, sollte das nochmal passieren, werde ich das vorspulen. Na, fängt ja schon geil an. Oh, Mann. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Ja, ich bin guter Dinge, dass es jetzt klappt. Ich habe es im Urin. Oh, leck mich da. Oh, Mann. Nein, ich werde es nicht vorspulen. Ihr sollt mich fluchen hören, wenn ich nochmal runterfall. Ihr sollt mich leiden sehen. Oder vielleicht spule ich es doch vor. Das kommt echt drauf an, wie oft es noch... Ne? Ja... Jetzt aber. Komm her. Boah, war das geschickt ausgewichen oder war das geschickt ausgewichen? Ey, ich weiß ja selber nicht. Da konnte ich selber nichts für gerade. Jetzt komm mal her hier. Nein, 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 ich werde nicht fallen. Nein, nein. Haust du wohl ab? Warum falle ich nicht? Oh, Mann. Okay, wenn ich jetzt nochmal fallen sollte, dann werde ich vorspulen. Das ist mir echt zu blöd, ey. Und das ist ja auch eure Zeit, die ihr dann verschwendet, indem ich hier gar nichts mache, außer hier blöd runterfallen.
ist ja lächerlich. Aber warum bin ich gerade nicht gefallen? Das war ja richtig Drama-Action hier. Oh Mann. Mir juckt die Nase. Ah, jetzt. Ja, er wird schon mal wieder schneller. Nein, nicht schon wieder, nein. Oh, ey. Nein, hau ab. Ja, nein, du sollst schon herkommen, aber nicht mit dem Kopf. Nein, warum treffe ich den denn nicht? Verdammte Axt. Das kann doch nicht so schwer sein. Jetzt aber los, komm her, komm. Aha, ey. Ja, stirb. Ja! Tral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 
Ich kann es kaum glauben, dass du tatsächlich das Masterschwert errungen hast. Ich glaube, dass du mit diesem glänzenden Schwert die böse Macht des Zauberers niederschmettern kannst. Das Schicksal dieses Landes liegt in deinen Händen. Ich habe Vertrauen in dich. Ja, danke schön. Jetzt können wir auch so coole Ringe machen hier. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle ist das dieser Part 5 müsste das jetzt sein, wenn ich mich nicht irre. Ja doch, Part 5 ist jetzt damit beendet und ich hoffe, man sieht sich beim nächsten Mal. Gute Reise!